Frühlingstemperaturen und ein Fahrrad, das passt immer gut zusammen. In der Wiener Innenstadt haben tausende Menschen an der 8. Radparade teilgenommen. Kleine Räder, große Räder, für alle war etwas dabei. Veranstaltet wurde die Parade unter anderem von Fahrradorganisationen. Für uns ist es, wir haben Lastenräder, für uns ist es eine gute Alternative fürs Auto. Es kostet weniger, es ist gesünder und die Kinder haben auch mehr Freude am Radfahren oder am Rad mitfahren am Lastenrad als im Auto. Das Ziel der bunten und autofreien Kolonne, Spaß haben und den Menschen das Fahrradfahren näher bringen. Wien ist ja eine klassische Öffi-Stadt, wo sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren wird. Und wir wollen den Anteil der umweltfreundlichen Verkehrsmittel, also zu Fuß gehen, Radfahren und öffentlichen Verkehr, auf 80% in Wien erheben bis zum Jahr 2025, sodass nur mehr 20% aller Wege der Wienerinnen und Wiener mit dem Auto zurückgelegt werden. Im Vorjahr waren rund 10.000 Radfahrer bei der Parade dabei. Genaue Zahlen für dieses Jahr gab es zunächst nicht. Bei den Veranstaltern spricht man allerdings von einem neuen Teilnehmerrekord. In Wien gibt es fast 1.400 Kilometer Radwege. Die Stadt fördert den Einsatz von Fahrrädern nicht nur im Personennahverkehr, sondern auch als Transportfahrzeug. Bożek Daniel, Euronews Beach.